Hallo, ich war jetzt mal eine Ewigkeit in der Höhle, man sieht es auch, alles voll. Ich hatte letztendlich sogar Glück, ich habe noch Diamanten gefunden, vier. Und garantiert eine Stunde oder so, es gedauert. Jedenfalls, jetzt bin ich wieder zurück. Und ich brauche, glaube ich, erstmal eine größere Küche. Ich habe nicht mal genug Holz. Ich werde erstmal die Diamanten mitnehmen. Und dann, ich kann schon mal anfangen, ein paar Sachen zu schmelzen. Oh, ich kann nichts mehr. Ich brauche Holz jedenfalls. Und man sieht auch schon, ein paar Beeren sind gewachsen. Und wie man auch sieht, sind die jetzt auch höher. Die sind zwei hoch schon. Und jetzt habe ich auch genug Stein, dass ich mein Haus gescheit bauen kann. Allerdings brauche ich jetzt Holz. Sehr viel Holz. Ich habe auch sicherlich noch vier andere Eisenspitzhacken machen müssen. Gereicht hat, also könnt ihr euch vorstellen, es hat ewig gedauert. Allerdings, ja, mittlerweile, ich muss das ja kriegen. Ja, übrigens, ich kann fliegen, nämlich, ich habe einen Fledermaus gefunden, der ich schon gebracht und ich kann fliegen. Da freue ich mich. Juhu. Sollte jedenfalls alles schnell gehen, wenn man fliegen kann. Das ist schon nicht schlecht. Irgendwie. Allerdings sollte ich auch noch sagen, wenn man fliegt, kann man alles ganz scheiße langsam abbauen los. Deshalb, naja. Manchmal ist es doch hilfreich, aber nicht immer so ganz hundertprozentig. So. Jedenfalls habe ich vorgehabt, dieses Mal jetzt ein automatisiertes Schmelzofen zu machen, wo ich dann nicht mehr alles in Hand schmelzen muss und es dann auch schneller geht vielleicht. Das mache ich eigentlich. So. Da ist gleich ein paar Küchen. Nicht zu viel, wie ich machen kann. So, alles was ich brauche, da rein. Naja, das muss ich auch noch kurz vorführen. Das hier, diese sogenannten Essence Berry Bushes, wenn man die pflanzt, sind es erstmal wie normale Büsche. Allerdings wachsen dann später XP drauf, also Erfahrungspunkte. Das ist richtig cool, wenn man da ein paar Rücken hat. So, die anderen nicht drauf. Erstmal alles rein. Das auch. So. Kohle brauche ich. Und jetzt habe ich mir gedacht, mache ich mal was Automatisiertes, nämlich Spitzhacke habe ich auch gecraftet. Wie das fange ich an? Hier. Nein, das da erstmal. Nein. So. Dazu brauche ich Wicks. Okay. So. Gold, Eisen, Glas. Dann erstmal ein bisschen Gold schmelzen. Eben. So, auf jeden Fall. Und jetzt muss ich erstmal noch Sand bekommen. Und Clay. Die Bricks. Ich kann ja fliegen. Das sollte also kein Problem sein. Denke ich zumindest. Interessant. Weiß nicht. Nein, das ist schon Limestone. Also das mit dem Sand kann, glaube ich. Ach nein, da ist er schon. So. Oh, schon das.
Oh, so dunkel. Naja, immerhin brauche ich jetzt keine Angst mehr haben vor irgendwelchen Viechern. Kann ja jetzt. Sollte es auch nicht so arg ausnutzen, weil ich finde, ein bisschen gecheatet ist ja schon irgendwie. Weil normalerweise kann man ja nicht fliegen. Allerdings, wenn man das so gemacht ist vom Mod, dann nutze ich das auch. Allerdings sollte ich trotzdem bald einfach so aus Nicht-Cheat-Gründen einfach mal einen Chatbot machen. Das sollte ja jetzt erstmal für die nächste Zeit genügend Zeug sein. Quasi theoretisch. Hoffentlich. Und ich habe schon wieder vergessen, einen Waypoint an meinem Haus zu machen. Das mache ich jetzt am besten gleich mal. So. Hier. Haus. So. Das hier, da habe ich so einen magischen Wald gefunden. Da habe ich mal meinen Waypoint gemacht. Weil die ist nicht gerade so häufig und deshalb brauche ich noch ein bisschen. Eisen, so. Sollte mir noch ein paar Öfen machen, glaube ich. So, mindestens einer noch. Zwei Hälften der Kohle. So, schmeckt interessant. Und jetzt noch Clay. Clay. Ich hoffe mal, dass das da auch gibt. Klatsch. Ah, da. Und dieses Flugteil von der Fledermaus, das funktioniert wie im Creative Mode, also mit doppelt Leertaste oder was auch immer man auf Springen hat, kommt man hoch und mit Shift kommt man wieder runter. Und man braucht es auch nicht zu drücken, also nicht gedrückt zu halten, sondern man kann es auch loslassen. Und das ist eigentlich die beste Methode zu fliegen. Die meisten Jetpacks, bei denen ist es nicht anders. Das sollte für jetzt auch mal reichen, glaube ich. Ja, sollte. Ja. So. Jetzt schmelzt es auch mal hier. Ja. Ja. Stopp, das schon. Auch was. Ich brauche halt nicht alles. Ich brauche ab. Rest. Fisch rein. So. So. Müssen wir warten, bis es das geschmolzen hat. Was brauche ich noch alles? Noch das da. Oh nein, nicht schon wieder. Das sollte echt mal auf Cheat Mode raus. Flint. Okay. Flint. Dann könnte ich mir eigentlich mal ein besseres Schwert machen, eine bessere Schaufel. Brauche ich welchen Holz? Ich glaube nicht. Könnte kaum reichen. Ich habe hier solche, das eine ist Saphir, das andere Rubin und keine Ahnung, was die deutsche Übersetzung ist. Und das, daraus kann man sich Schwerter machen eigentlich. Und Werkzeuge. Was will ich treffen alles? Oder auch nicht. Ich glaube, man braucht normale Sticks dazu. Auch nicht. Ja, vermutlich. Das sind ja diese speziellen Natura-Sticks. Ich weiß jetzt nicht, ob die gehen. Geht das noch? Nein, definitiv normal. Dann bleibt mir aber nichts übrig, als einen normalen Baum zu finden. Und am besten gleich auch etwas Gravel abzubauen, das wir fliegen kriegen. Das ist ja schon was. Ich habe geschickt, man kann jetzt auch solche fliegenden Sachen ganz einfach. Das dauert halt ein Weilchen, das will gar nicht. So. Ah, ich brauch Wind. Ich weiß Kies. Das dauert natürlich. Später gibt es auch bessere Methoden. Aber dazu brauchen wir halt diesen Pulverizer, den ich da gerade schnapp. Und naja, deshalb ist es halt nicht mehr. Und deshalb, ah, eine. Ich brauche zwei. Ah, noch zwei.
Und aber den Rest, natürlich nehme ich mal mit. Man weiß nicht, ob man es noch braucht. So. Ich mache das auch mal in die Kiste rein. Das anbrauchen. Und was brauche ich sonst noch? Das habe ich jetzt. Das habe ich jetzt. Was brauche ich noch? Shit. So. Gold. Gut, dann kann ich, glaube ich, schon mal anfangen zu craften. So, das war das ist, glaube ich. Ich habe eh zwei davon. Und dann auch zwei davon. Brauche ich noch mal Gold nachher, glaube ich. Was fehlt noch? Da habe ich alles weggegeben. Und der da auch. Was fehlt noch? Ah, Pisten. Habe ich hoffentlich Schild, Holz. Genau aus dem Grund wollte ich ja eigentlich eine Axt machen, aber egal. Kann ich auch später machen. Brauche ich ein Holz. Ich weiß nicht, ob es überhaupt mit dem Holz geht. Ich hoffe es natürlich. Sonst ist irgendwie scheiße. Weil, da hat es eine Eiche. Ich sollte hier alles fällen und dann gescheite Eichen pflanzen. Die sind definitiv besser. Oh, shit. Nichts dazu geben. Das Holz sieht einfach geil aus, teilweise. Nicht unbedingt das jetzt, aber andere Hölzer. Allerdings, für manche Sachen ist echt ungeschickt. So. Zum Beispiel für sowas. Achso, ich brauche ein Eisen. Ein Eisen. Naja, dann kann ich ja noch etwas Gold schmelzen. Das sollte reichen. Theoretisch. Jetzt. Falsche Taste. Jetzt müsste ich dieses Ding machen. So, als nächstes brauchen wir jetzt ein Teil, mit dem man dann die Energie überhaupt erstmal erzeugen kann. Und ich glaube, dass was ich brauche, ist die Dynamo. Brauche ich jetzt erstmal Zahnräder. Und dazu brauche ich erstmal mehr Holz. Brauche ich ziemlich. Könnte reichen. Ich hab Glück, dass man das damit überhaupt machen kann. Dann Zahnräder. So. Ich habe hoffentlich auch genug Kupfer. Glaub nicht. So, und was brauche ich noch? Noch drei Kupfer und was kommt da rein? Silber. Brauche ich noch ein Silber und drei Kupfer. Ja. Kupfer. Lol, ich hab kein Kupfer. So lang im Höhen hab kein Kupfer. Shit. Ja. Was ist jetzt? Scheiße. Dann werde ich wohl nochmal losgehen müssen. Also, bis gleich. Also, ich habe jetzt noch ein bisschen Kupfer gefarmt und habe jetzt hier diese zwei Steam Dynamos gemacht. Was wir jetzt noch brauchen, sind Energy Conduits. Hier. Die da. Oh, nein. Nicht so. Hier. Und dafür braucht man. Sollte ich. Nein, der ist noch nicht geschmolzen. Da mache ich dann mal. 4 Reichen, glaube ich, erstmal den Anfang. Und dann ist dieses Teil auch schon fertig. Dann muss ich nur noch aufbauen. Was ich auch noch kurz machen könnte. Noch ein Kiel. So. Und noch ein bisschen Eisenschmelz. 5 habe ich gesagt. Das dauert immer so ewig, bis alles geschmolzen ist.
Aber wenn ich das fertig habe, dann geht alles schneller und alles besser. Und einfach, dann freue ich mich einfach. Ich weiß, ich verschwende jetzt auch ein bisschen hier an Kohle, aber ich probiere es nicht zu machen. Von daher. Jedenfalls, was wollte ich jetzt machen? Achso, die hier. So, und jetzt gehen wir mal raus und tun das mal aufbauen. Also. So, als erstes der Pulverizer. Dann Furnace. Also. Dann brauche ich noch diese zwei Kisten da. Die eine kommt jetzt dahin. Und so. Das kommt auf die Seite. Und der Input auf die Seite. Das hat einen Ausgang auf der Seite und den Eingang auf der Seite. So. Jetzt muss ich nur noch Energie anmachen. Nicht das mit dem Hoffnung, den ich machen will. Dafür brauche ich aber schon das Eisen. Das sollte jetzt auch fertig sein. Perfekt. Jetzt. So. Und dann da drauf die Kiste. Ja, das ist schon mal ein bisschen kompliziert. So, und jetzt noch die Energie. Ich mache den gerade hier hin. Und jetzt brauche ich, gut, dass ich mir Eisen gemacht habe, noch ein paar Eimer. Perfekt mit der Anzahl. Das war alles geplant natürlich. Vor allem. Wer es glaubt. So. Jetzt mache ich mir erstmal die unendliche Wasserquelle hin. Kurz. Irgendwo da, hier so. Hoffe ich. Hier, richten. Einen dahin und dahin. Und jetzt kann man diese Teile auffüllen, einfach immer draufklicken. So. Fertig. Einer reicht für jetzt erstmal. Dann schmeißen wir mal Kohle rein. Die machen jetzt Energie. Und damit wird jetzt das gefüllt. Schmeißen wir eine Kiste oben rein. Alles. Fast alles zumindest. Das kommt rein, das da. Mit Cadmium geht es zum Beispiel nicht, Lithium auch nicht, Lead, Aluminium auch nicht. Und das geht dann da rein. Da wird es dann pulverisiert, das heißt, man kriegt immer zwei Pulver aus einem Erz, sieht es gleich, und dann geht es in den Ofen, wird dann geschmolzen. Und dann kommt da das fertige Zeug raus. Ich denke, das war's jetzt auch für heute. Und ich werde jetzt noch den anderen Teil da in Betrieb nehmen. Und ja. Sehen wir uns nächstes Mal wieder. Tschüss.